Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind heute ja daran beschäftigt eigentlich. Hier, ich glaube, diese Festung werden wir da einnehmen sollen tun. Sprich, wir machen eine weitere Quest mit unserer lieben Edda, die wir da ein bisschen aufgepimpt haben im vorletzten Part. Und wir sind ja auch ein bisschen, was Rüstung und so betrifft, ein bisschen besser jetzt unterwegs. Ich züge auch gleich mal meine Buffen. Für den Fall, dass es gleich heiß hergeht. Aber, boah, derweil ist es ruhig. Viel zu ruhig. Kann ich wieder aufpassen, ob wieder gleich was zum Piepen anfängt. Okay, da ist einmal irgendwie nichts Besonderes. Geht's da noch? Ah, da geht's rauf, alles klar. Okay. Und hier? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es da auch wirklich weitergeht. Wartet mal. Natürlich. Nein, da geht es nicht weiter. Da ist einfach nur so, ja, zum Herlatschen, wie es da nicht. Super. Ich dachte nämlich schon, da geht es zum Dungeon rauf. Vergiss es, tut es nicht. Hui. Das heißt, sie müssen mehr in die Richtung hier. Also da oben. Wie schaut es da eigentlich aus? Können wir uns da hinlegen? Ja, eine Stunde, bitte. Oder warte, es ist neu. Es ist 11 Uhr abends. Wir schlafen ein bisschen mehr. Ich würde sagen 7 Stunden, eine 6 Uhr morgens ungefähr. Dann sehen wir auch wieder mehr. Supi. Gibt es hier irgendwas für uns zu mitnehmen? Eine Kochstation. Wartet mal, können wir was kochen? Nein. Eigentlich nicht. Da müsste ich mal zu mir wieder heim. Ich dachte nur, schauen wir mal. Vielleicht hätte ich noch was irgendwo so drinnen und so. Aber nichts da. Da haben wir eh schon geschaut. Da ist nichts. Passt. Dann gehen wir da oben rauf. Da oben drauf. So, oft tun wir uns gleich wieder verstecken. Für den Fall der Fälle. Oh, Blümchen! Blumileins. Kommst du her? Und es wird schon geschossen. Mhm. Das heißt, es wird gleich gespeichert. Raus mit der Buffen. Aha. Da haben wir schon sowas. Haben wir nichts getroffen. Supi. Jawohl. Wen? Wo? Was? Was? Den da. So, der ist auch hin. Wow. Okay. Halt. Wow. Wo ist denn noch jemand? Ist hinter mir gerade ein Brahim? Was, der ist weg? Was? Tatsächlich, ein Brahim. Ein wildes. Was? Was, der ist auch hin. Wo ist der andere? Hallo? Edda? Wo bist du? Da oben. Was tut das? Wow. Noch ein Brahim? Zwei? Moment, sind das Wilde? Warum sind da Wilde? Was? Alter! Der schießt voll das arme Brahim ab. Wo bist denn du, du Arsch? Da! Weg mit dir, du Mistkerl. Sind wir fertig? Armes Brahim. Edda, geht's dir gut? Ist mit dir alles in Ordnung, du armes... Oh!
vor Tagen Satellitenstation. Wo ballerten die denn? Ah, da ist jemand. Was, der ist hin? Okay, ich glaube, das war's. Das arme Brahim. Arschlochblöder. So. Ja. Es scheint ruhig. Da ist jemand gestorben. Ja. Das ist eine gute... Das ist eine gute Entscheidung. Oder ein guter Tipp, sagen wir so. Was ist... Wow. Das ist ja diese Falle, ne? Diese Flammenwerfer-Dingens beim Eingang. Was ist das eigentlich? Und da? Spielzeug außerirdischer. Mhm. Gut. Fein. Dann gehen wir hier weiter. Da ist nix. Ah, da geht's rein. Okay. Puh. Was ist das hier? Auch nix. Und hier? Ja. Großartig. Der hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Rüstungswerkbank. Ah, Klebeband, sehr schön. Mhm. Jawohl, Patronen. Keine Minen, das ist schön. Können wir noch ein bisschen darüber schauen? Wah. Nein, da ist nichts. Okay. Da, 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 da. Ist hier irgendwas? Nein. Und da? Zugangsterminal. Ah, wir müssen sowieso hierher. Okay. Na, das ist eine Tastatur. Uff. Ja. Macht in der Maschine. Sehr schön. Hangartür. Überbrückung. Wie lautet der Befehl? Wachdienst. Sicherheits. Was? Wie lautet der Befehl? Wachdienst. Rust Devils, das sind so viele Mechanist-Bots unterwegs, dass wir nicht an Wachposten sparen dürfen. Könnte gut sein, dass der Drecksack schon morgen angreift, um sich unsere Bots unter den Nagel zu reißen. Nein. Lock... Oh Gott. Lockjaw wahrscheinlich? Das heißt nicht, dass du 3 Bots auf Streife schicken und dich dann hinlegen kannst. Ich will zu jedem Zeitpunkt mindestens 2 lebende Menschen auf Streife um das Gelände und lasst es mich sofort wissen, wenn komische Roboter den Hügel raufkommen. Eevee. Ich denke mal, es wird Eevee heißen. Also gut, dann zurück. Dann will ich sagen, wir machen da unten gleich mal auf, oder? Verriegelt, dann machen wir sie auf. Und zack, sie wird geöffnet. Passt, müsste passen. Und tschüssi. Katschinga, Katschanga. Dann können wir da wieder runterhatschen. Werden wir da sterben, wenn ich da jetzt so und so? Nein, hat super hingehauen. Toll, toll. Aha, mit einer Luke, okay. Da ist eh nichts versteckt. Ja, ist ja wurscht, oder? Gehen wir rein. Hangar von Fort Hagen. Dann schauen wir gleich mal nach, wie es hier weitergeht, ne? Ja, ne, ne. Du, 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 du. Jawohl, finde das Robohirn. Schleichmodus aktiviert. Und die Ada, ne? Boom, Clash, Jabba. Wenn sie fährt, dann fährt sie. Was haben wir hier? Noch hat uns niemand entdeckt. So, was haben wir da? Aluminiumdose. Jawohl. Dose. Zigaretten. Wer ist da? Niemand.
Da ist niemand. Käse. Oh, Vorsicht. Psst, Edda, nicht so laut. Oh Mann, hoffentlich sind es nicht wieder wilde Ghule. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist Gespenster. Aha, da haben wir eine Falle. Edda! Alter! Die Edda, ne? Puh! So. War das gut? Ich hoffe. Boah, jetzt ist das schön dunkel, ne? Was haben wir da? Sicherheitstor schließen. Okay, nein, brauchen wir eigentlich nicht. Haben wir da irgendwas? Verbranntes Buch. Das ist sehr gut, da kann man nämlich noch doll was lesen. Nämlich nicht unbedingt. Habt ihr das gehört? Das werden sie bereuen. Das wäre dann. Habt ihr sie gefunden? Jawohl. Es könnte ein Gegner in der Nähe sein. Oh ja, ist er auch. Ist es bald tot? Das war hoffentlich der Passt. Erledigt. Ich balle hier noch die Munition weg, ne? Und dann nehmen wir eine andere Waffe. Das ist Gefahr? Warum Gefahr? Scheiße! Verloren. Draußen ist wer. Da ist niemand. Da ist niemand, niemand. Da bin ich mir auch absolut sicher, da ist einfach niemand. Oh. VATS verbessert. Lederrüstung linkes Bein. Um 10% reduzierte Aktionspunktekosten im VATS. Wow, cool. Nehmen wir alles mit, oder? Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Entschuldigen Sie, aber ich habe Sie verloren. Alter. Ist wohl spät hier mit dem Spiel, was? Mädel, was machst du denn da? Sie werden wiederkommen. Schön. Edda, das hast du fein gemacht. Wie kann ich die? Bitte. Du kriegst hier wieder einen Haufen Schrott. Mal den ganzen Schrott rüber. Dann natürlich auch die Mods. Und die Kleidung. So. So. Das. Dieses und jenes und das auch. Das müsste wieder passen. Ja, okay, noch nicht so richtig. Hilfsmittelchen, diverses. Munition. Inventar, Waffen wären gut, ne? Ja, da zum Beispiel. Puh. Da kannst eine haben. Wow. Die ist gut. Das ist die Frage. Da würde ich sagen, das kommt weg. Weil die macht mehr Wumms. Aber die ist sehr stark. Da kann ich die glatt wegtun. Die ist echt stark. Gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Passt. Jetzt sind wir wieder um einiges leichter. Jetzt sind meine Erfahrungspunkte weg. Die hat ihn einfach so umgeballert. Steht da jemand auf dem Kopf? Moment, steht da wer auf dem Kopf oder ist der jetzt einfach so gestorben? Echt mysteriös. Ich glaube, der ist so gestorben. Tatsächlich. Was, der ist erledigt? Hui, ja. Der ist auch erledigt. So, bin nachladen. Der ist auch erledigt. Puh. Dann
muss ich schauen. Der ist auch erledigt. Ja, da hinten ist auch gleich. Wow, Ether, geh weg. Jawohl. Passt. Jetzt dürfte wieder Ruhe sein. Können wir da nachladen. Entschuldigung, Ether. Ich wollte ihn nicht kaputt machen. So. Ah, Scheinwerfer. Können wir die Scheinwerfer abballern? Schrottkiebel. So. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Jupp, schaut nicht so schlecht aus, meine Gute. Das ist eine neue Art von einem Holzstück. Das ist ein Wendeholz. Ja, das nennt man so. Das ist ein Wendeholz. Ich sollte vielleicht auch mal speichern. So, her mit dem Zeug. Die Geschütztürme haben nichts. Lol. Ich speichere da mal. Da und da. So ist gut. Was haben wir da noch Schönes? Wow. Und hier, da haben wir auch noch tolle Sachen. Da auch. Hier, so und das. Da drin ist leider nichts. Da haben wir sonst auch nichts. Oh, hier haben wir was. Im Spind. So, da la. Supi. Da kriegt man ja echt ein bisschen was zusammen, muss man ganz ehrlich sagen. Ah, da geht's rauf. Ich glaube, wir sind dann einmal rundherum, so auf die Art. Ja, müsste passen. Edda, kommst du mit? Bitte. Nanu, wo ist denn hin? Ah, da. bitte nochmal handeln. Weil ich glaube, ich bin bald wieder voll wie ein Christbaum. Das heißt, nochmal Schrott. Kannst du das Ganze haben? So, dann ist es schon mal wieder ein bisschen leichter. Schon wieder verklickt. Oh, jetzt aber. Also verklickt, genau. Verdrückt. So. Da, 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 da. Was haben wir da? Aha. Dann schleichen wir uns da mal rauf. Aha, da haben wir ein Terminal. Was haben wir denn da? Fort Hagen Hangar Abriegelungsterminal. Okay. So, na toll. Passwort suchen. Ja. Ja. Gut. Puh. Das vielleicht? Nein. Das? Nein. Ha. Was noch? Du da? Nein! Das hier natürlich ist falsch. Das hier? Ja! Yeah, sehr gut. Hurra, hurra, hurra. Aktiv, ja, ja. Steuerung und so. Sicherheitstür, Steuerung, ja. Mhm, ja. Tür öffnen. Jupp, jupp. Und geöffnet. Sehr schön. Ha, ich freue mich. Tschüss. Boah, Edda, ne? Speichern und so. Ja, wie kommen wir da jetzt hin? Wow. Huch. Ha. Und da? Radkappe. Und Splittergranaten. 3 Stück. Das war's. Ja. Gut. Da oben ist nichts versteckt. Hui. Gut. Dann geht's hier vielleicht weiter. Tatsächlich. Aha, eine Krankenstation, okay. Also ein Operationsding, so eigentlich. Was haben wir da noch Schönes? Blutpaket. Röntgenbilder. Ja. Ja. Finger und Dings, okay. Gut. Kürbis, Dose, Geld, Einkaufskorb,
Gemütliches Kissen. Ein Bett zum Schlafen. Können wir eigentlich brauchen, oder? Eine Stunde. Und fit wie ein Turnschuh. So ist wieder schön. So ist es schön. Was haben wir da noch? Reagenzglas. Okay. Siehst du, einmal geschlafen, steht man wieder auf und schon findet man ganz neue Sachen. Steambag, aufbereitetes Wasser. Reagenzglashalter. Boah, da fällt auch schon alles runter. Da ist vor allem da. So. Mob haben wir da. Gerollter Postenbagel, also eine Zeitung. Zigarettendings und so weiter. Was? Hier überfälliges Buch, gemütliches Kissen. Ein Haufen Nuka-Cola-Flaschen. So, ich glaube, das war's. Haben wir alles brav mitgenommen, hoffe ich mal. So, wohin als nächstes? Was haben wir da? Ist da noch irgendein Krempel? Tatsächlich. Terpentin haben wir hier. Ein Haufen Säcke für nix. Das dürfte mal ein Panzer gewesen sein, ha? Superkleber, Skalpell und Schere. Eine Leiter. Und wo müssen wir jetzt eigentlich hier lang? Also, weiter. Ah, da drüben. Glaube ich. Ja. Das hört man gerne. Eine Schnapsflasche. So ist so, ne? Das sind wieder Vorbilder. Das sind wieder Vorbilder. Alkohol am Arbeitsplatz. Und da wundern sie sich, wenn sie von uns erschossen werden. Aha. Einsteiger. Perfekt. Aha. Gut. Nein. Nichts gut. Ja. Besser. Oh. Nicht ganz. So. Hurra. Ja. Supi. Warum neu? Das ist eigentlich eine alte Variante, also eine alte Technik. Eine Haarklammer hat schon so manchen Frauen aus der Gefangenschaft befreit. Wenn man so Westernfilme und so sich anschaut, was weiß ich, da haben sich schon so einige Frauen mit einer Haarklammer in die Freiheit flüchten können. Ja, das ist ein gutes Ding. Ich muss wieder mal mehr vermehrt auf den Boden schauen und speichern, wäre auch nicht schlecht. So, und okidoki. So, aha, jetzt sind wir da. So, da, Tischventilator. Da ist ein Becher. Der Aktenschrank ist leer. Der ist wieder super gestorben. Aha, da geht's runter. Aha, aha, mhm, aha, mhm. So, ne, und das und hier. Nochmal so ein Dings. Schachbrett, Ordner. Blechdose. Die Lampe ist noch gut. Schau mal, wie der... Ach komm, Prost. Auf dein Wohl, mein Guter. Naja, okay, wohl. Das war dann auch schon mal was anderes, ne? Na warte, hier sind wir gerade erst hochgelaufen. Einmal rundherum. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas für uns? Bis auf das, dass der so komisch gestorben ist. Alter Schwede. Ja. Manchmal kann man es sich nicht aussuchen, wie man stirbt, ne? Da kann es halt schon mal ein bisschen unglücklich sein. Wie schaut es da aus? Da ist eigentlich nichts. Aha. Abriegelungsterminal. Aha, da hinten wahrscheinlich, ne? Warte mal, haben wir hier noch was? Warte. Nein. Aha. Da ist wieder radioaktiv. Experte. Oh, ich darf schon Experte? Oh, okay. Ja? Nein? Noch nicht ganz? Ja? Ach, Gott sei Dank, Mama, das und ja, manchmal. Ja, perfekt. Was wär's? Plus 20. Eine Powerrüstung. Oh, oh, eine Powerrüstung. Da nochmal Experte. Nein? Ja, es dreht sich. Schau. Super hingehauen. Eine Powerrüstung. Dann würde ich sagen, wir aktivieren es mal, oder? Aber das schaut aus, ne? Ich voll gepanzert und dann rein in die Rüstung links nochmal.
Schaut komisch aus gerade. Ha. Aber naja. Juhu. Da. Da ist so nichts. Da drüben dreht sich nochmal alles. Dann gehen wir da wieder rein. Da ist eh nichts, ne? Nein. Dann gehen wir hier wieder rein. Tut. Und darauf. Nein, nichts darauf. Daraus. Daraus. Darunter. Tap. Was haben wir da? Jungle der Mondaffe. Das sind so komische Sachen. Im Rollstuhl nämlich. Ja. Wahrscheinlich ist das auch so ein Sammeldingens, kann ich mir vorstellen. Wenn du die alle findest, bekommst du wahrscheinlich was. Zuckerbomben. Radio aktivieren. Was haben wir da? Bunsenbrenner und eine Schaufel. Mhm. Dann hier haben wir was. Und da und das war's auch schon. Hier haben wir eine Waffenwerkbank. Okay. Ja, das ist vielleicht... ich weiß nicht. Das Zeug nehmen wir auch mit. Ich will da mal nichts hier einlagern, hier drin. Was? Was? Oh, ich Trottel. Nein, ich habe das Terminal vergessen zu aktivieren. Ne? Ich habe es gewusst. Wow. Warte, ich muss nochmal zurück. Ich Idiot. Ich Idiota. Idiota. Boah, wenn ich das jetzt wieder anfinde, bin ich gut. Was ist scheiße? Da oben war das Zeug, ne? Tap. Ja, ich glaube, hier war es, ne? Natürlich weiß ich deine Gesellschaft zu schätzen. Ich hab dich ja auch gern. Mhm. Überbrückung erkannt. Steuerung, bla bla. Sicherheitstürsteuerung. Entriegeln. Entriegelt. Ach so, ist entriegelt. Tür schließen. Nein, dann passt alles. Alles gut. Das gilt dann der hier wahrscheinlich. Es ist mir eine Ehre und ein Volksfest, mit dir zusammenzuarbeiten, liebe Ada. Und das ist keine Schleimerei, ich meine das wirklich so. Ja, Zementsack. Eine ganze Glühbirne. Boah. Einmal keine kaputte. Wo soll man das hinschreiben? So. Da. Ich war mal da oben, ne? Wohin eigentlich zuerst? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe doch mal einfach mal hier ruf. Ruf da. Ist hier irgendwas? Döschen vielleicht? Froschschutzmittel? Farbdöschen, ja. Darf ich diese Farbdose hier auch mitnehmen? Ich dreh dich runter. So vielleicht? Ah, schau. Ja. Man muss nur ein bisschen mit Gewalt. Dann geht das schon. Ram, bam, ba, ra, ram, bam, ba, ram, bam, ba. Zum Teufel. Ich bin es, der Mechanist. Ich komme, um euch vor einer neuen Geißel zu warnen, die aha. Aha. Dieser Schurken ist egal, was sie erreicht haben. Aber Raketenwerfer. Raketen. Da noch? Waffenwerkbank. Klebebandrolle. Hey, da sei mal leise. Ich hörte nicht schwafeln. Was? Schreibmaschinen? Ich bin es. Der Mechanist. Ich komme, um euch vor einer neuen Geißel zu warnen, die Unschuldige bedroht und meine Roboterverbündeten vernichtet, die euch nur retten wollen. Dieser Schurken ist egal, was wir erreicht haben, aber wir werden sie finden und zur Strecke. Meint der gerade mich? Du Arsch. So, machen wir da mal auf, oder? Ich bin es.
oder sollte ich vielleicht zuerst speichern, wenn das jetzt ein Böser ist? Ich komme, um euch vor einer neuen Geißel zu warnen. Wartet mal kurz. Bedroht und meine Roboterverbündeten vernichtet, die euch der bist du? Wollen. Ich tu mal kurz speichern. Wartet mal kurz, weil es lief gerade super. Speichern. So. Ich bin überladen. Aber wir werden sie finden und zur Strecke bringen. Ja. Na dann. Das ist... Was? Was ist denn geschehen? Sarkastisch. Radar Bile Center. Gewalt androhen. Was ist geschehen? Was habt ihr die Rust Devils angetan? Sie dachten, dass es sich für sie lohnen würde, meinen Kopf in Betrieb zu halten. Zu meinem Glück sind sie so dumm, dass sie tatsächlich glauben, was ich sage. Zugegeben, weit hat es mich noch nicht gebracht. Aber zumindest hat es mir das Schicksal meiner unglücklichen Kameraden erspart, deren Teile uns umgeben. Zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Was tun Sie hier? Radarpeilsender. Ich suche nach einem Radarpeilsender. Nach einem Radarpeilsender? Wie interessant. Da suchen Sie ja nach einem sehr spezifischen Teil. Und nach einem typischen Teilesammler sehen Sie mir nicht aus. Ich berechne eine Wahrscheinlichkeit von 98,8%, dass sie nach dem Mechanist suchen. Wenn ich recht habe, und für gewöhnlich habe ich das, dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Aha. Du machst mir ein Angebot, das sage ich nicht nein. Wie könnte ich helfen? Ich höre zu, könnte Hilfe gebrauchen, nehme, was ich brauche. Wie könnte ich helfen? Wie in aller Welt sollte ich dir helfen? Sie hören mir zu? Wie überraschend. Ich nehme das als Geste des guten Willens und erkläre unsere potenzielle Abmachung. Okay. Also, wie kann ich das so einfach wie möglich ausdrücken, damit Danke. Ihre Rechenleistung das versteht? Alter! Um Erkenntnis zu finden, brauchen Sie mehr als nur meinen Radarpeilsender. Sie müssen auch in die Anlage eindringen können. Das könnte ich Ihnen ermöglichen. Aber Sie müssen zwei einfache Bedingungen erfüllen. Zum einen müssen Sie mich so weit wie möglich von diesen Irren hier wegbringen. Zum anderen brauche ich einen neuen Körper. Sobald beides erfüllt ist, gebe ich Ihnen gerne alles, was Sie brauchen. Abgemacht. Ja, also aus meiner Sicht gerne. Mich hintergehen? Weiß nicht. Ja, nein, sicher. Okay. Sicher. Eine kluge Entscheidung. Sobald wir an unserem Ziel sind, ich hätte vielleicht mich hintergehen fragen sollen. Einen Radarpeilsender als Geste guten Willens. Und jetzt empfehle ich Ihnen, dass Sie aufhören, mitten im Feindesgebiet herumzutrödeln und uns beide unverzüglich hier rausbringen. Jawohl. Schon gut. Also dann. Aktivieren. Oh mein Gott. Was habe ich jetzt wieder getan? Oh! Puh. Nö. Ich wollte mir eigentlich eine Spritze geben. Wow. Ah. Cool. Hey Leute, das lief ja supi. Das lief voll supi. Geilo. Bitte, wer redet denn da die ganze Zeit? Der Kerl da drüben, oder? Den gehen wir jetzt auch den Gar ausmachen. Das können wir mal nachladen, schön gemütlich. So, dann tun wir da mal schön gemütlich speichern, weil... Passt alles? Alles gut? Lief supi? So, du hältst jetzt gleich mal die Klappe. Hoffe ich halt. Eintrag auswählen. Gehirn. Das Gehirn will nicht reden. Bringt es dazu. Schlagt das Glas ein und streckt eure Hand rein, wenn es sein muss. Alter! Die Gehirne geben eindeutig die Befehle. Da muss irgendein Signal in diesem schleimigen
Rotzklumpen versteckt sein, wie freundlich das zum Mechanist führt. Du hast bis morgen Zeit, dann suche ich mir jemand anderen, der das erledigt. Und es wird dir nicht gefallen, wenn ich mir jemanden anderen suchen muss. Erledige es einfach. Ivy. Ja, Augenbot. Wir haben jetzt das Gehirn. Zerstört den Augenbot einfach. Ich habe es satt, ständig diese Meldungen über den Mechanist zu hören. Ja, das stimmt. Dem Commonwealth Frieden bringen? Was für ein Haufen Scheiße. Auf jeden Fall habe ich Ideen, wie wir ein paar kranke Mods für das Ding bauen könnten. Ich möchte, dass du es bis morgen zerlegt hast. Ivy, boah, der Arme, der das bearbeiten musste, ne? Baupläne. Krützel, krützel, rützel, krützel, krützel, mütze, mütze, krützel, 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 4, 9, 2, 3, krützel, krützel, grülisch, krützel, 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 nichts verstehen. Passt. Alter, Alter, ich mach die Tür auf. Ich speichere da jetzt mal. Ich mach da die Tür auf. Ich zerschieß den, wenn es sein muss. Echt, ich schwöre. Nanu, hör auf da. Hörst du auf? Da, also entsperren. So. Na, komm. Katschanga. Was ist denn los mit dir? Gott sei Dank, es ist endlich Ruhe. So, was haben wir da? Was? Holoband. Kurzer Lauf und Stall. Was? Ist da jetzt etwa noch jemand? Nö, oder? Ah, hört ihr das? Richtig, da ist nichts mehr. Ruhe und Frieden. Ach, wie schön. So. Etta, ich muss dich leider wieder in Anspruch nehmen. Handeln und so, bitte. Ja. Ich bin schon wieder voll wie ein Christbaum. Du musst mir bitte wieder was abnehmen. Sei so gut. Ah, ist das angenehm, wenn ein Begleiter so viel schleppen kann. Ich sag euch was. Ah, ist das schön. Ja, eigentlich können wir das auch. So. Fast. Etta, du bist supi. Waffenbank. Was haben wir hier? Noch mehr Waffen. Ah, Rüstungswerkbank. Okay. Was? Wo? Wo ist denn da noch jemand? Nö. Dann ist die Frage, wo ist denn da jetzt noch wer? Da drüben? Ah, ich kann mir schon vorstellen, wo noch wer ist. Da drinnen. Ja. Okay. Weiter werden wir kurz mal speichern tun. Ich weiß, ich speichere viel zu viel. Aber wir müssen da mal reinschauen. Achten Sie auf die Stolperdrähte. Ich würde den Tag gerne intakt überstehen. Mal wieder in den Griff. Hey. Die Tür ist kacke. Das Jet wird dich nervös machen. Jo. Sie hat recht. Passt. Dann hier nochmal. Na los. Passt. Puh, das war jetzt gut. Was denn? Etta, geh mal ein Stück auf die Seite. Perfekt. Boah, das lief echt super. Ich musste gerade mein Hirn anstrengen. Da war die Verbindung zum Mund leider kurz unterbrochen. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Sag mal, ich höre immer fort Leute reden, sehe aber niemanden. Naja, vielleicht fange ich auch schon Spinnen an. Das kann ja auch schon sein. Haben. Ja, ja. Du hast definitiv eine. So. Achso, wir können in der Bauerrüstung nicht pennen. Da müsste ich sie kurz mal ausziehen. Aber streng gesehen, warum eigentlich nicht? Wir brauchen nur auf E oben bleiben.
Dann steigen wir aus. Und wir gehen kurz pennen. Weil Feinde in der Nähe sind. Dann steige ich lieber wieder ein. Dann müssen wir die halt zuerst eliminieren. Und dann geht's. Aber nicht mehr. Oder doch, vielleicht? Nein. Nein, nein. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Heute waren wir eh schon brav. Aber ich spiele mich eh noch so lange, bis ich das machen muss. Nein. So, Edda, komm mal bei Fuß. Wir bleiben so mal, wie wir hier jetzt gerade sind. Wir haben ja viel geschafft. Und ja, würde sagen, wir belassen es einfach mal für heute. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!